Punchpunk Games. Klabatter. Apocalypse, Harry at the End of the World. Können wir bei den Einstellungen noch ein bisschen was machen? Das dröhnt mir gerade auf dem Kopf, auf den Kopfhörern. Lass hier mal ein bisschen leiser machen. Harry. Ja, hu. Harry. 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 Deutlich leiser. Harry. 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 Meine Fresse, ist das laut, das Spiel. Das Spiel ist erschreckend laut. Harry. Harry. Okay, und damit willkommen, seid gegrüßt zu einem letzten Test. Apokalypsis, Harry at the End of the World. Mit dem Zwergenfürst. Nochmal Sprachenentstellung. Deutsch. Ach so, gesprochen Englisch mit Untertitel Deutsch. Ja, machen wir das. Neues Spiel. Starten wir rein. When you lose someone forever, it is often the end of your world. And if you were like Harry, the boy who found love for the first time, you'd do whatever it took to get her back. Ah, und das ist im Spiel, wir können ihn steuern. Wir spielen den gezeichneten kleinen Mann in der gezeichneten kleinen Welt. Und wie es auch schaut, hier Point and Click. Wir können hier Sachen anfassen, wie das hier, was uns zurück in den Startbildschirm versetzt. Da können wir hier interagieren mit den verschiedenen Sachen. Okay, der Artstyle. Zeichnung hier sieht ja wirklich awesome aus. Ein sehr interessanter holzschnittmäßiger Zeichenstil. Können wir mit der Ratte irgendwas anfangen? Können wir die mit dem Stachel hier irgendwie erstechen? Okay, normalerweise funktionieren Point-and-Click-Adventures so, dass wir hier aus dem Inventar nehmen können. So, was können wir hier überhaupt tun? Ach, ich schätze mal, das ist der Hebel für das Gerät hier. Was sonst? Okay, da wurde jemand an den Pranger gestellt und im Wasser ersoffen. Okay, wir haben einen Spieß. Ein Spitzhexenstiel. Okay, jetzt haben wir einen Rattenkopf am Stiel. Haben die Ratte getötet. Können wir jetzt damit kämpfen mit dem Rattenstiel? Okay, was machen wir hier? Ach, wir können mit VST auch laufen. Aha. Faszinierend. Können hier die Kerzen aufheben. Können wir sie gleich ein Pentagramm ordentlich anordnen. Dann ein Opferritual stattfinden lassen. Darauf wird es hinauslaufen. Okay.
Dann mal Blumen. Kriegt dann noch vielleicht die Blumen. Die Kerze hier. In den Schredder. Können wir noch was anderes mitnehmen? Okay, hier haben wir ein Messer, das können wir mitnehmen. Können wir nicht? Okay, wir können Kerzen. Das müssen wir erstmal anklicken. Zum Beispiel hier hinstellen. Oder hier hin. Oder hier hin. Das Pentagramm ist verkehrt rum. Aha. Kommt drauf an, wo du dich hinstellst. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Alles eine Frage der Perspektive, Modi. Wenn du auf der anderen Seite stehst, ist es richtig rum. Modi kennt sich aus. Vielleicht müssen wir den Raum einmal drehen. Haben wir ein Messer. Okay, wir haben eine Falltür. Modi ist der Experte, was muss man machen? Was muss man jetzt hier... Was müssen wir machen, um den Teufel zu beschwören? Um Dämonen zu beschwören? Wir haben hier ein paar Zutaten. Scheinbar wollen wir hier einen Dämonen beschwören. Hier haben wir eine Hand in der Mitte. Nein, die Ausrichtung ist falsch. Damit kriegst du einen feuchten Scheiß beschworen. Maximal alle als Falle zu gebrauchen. Ah, vielleicht können wir den Raben in die Falle locken. Vielleicht soll das eine Falle für den Raben sein. Mordi, mein Lieblings-Satanist. Okay, wir haben hier eine Hand und wir haben eine Murmel. Die Hand soll in die Mitte, das wurde ja hier. Das ist auf der Zeichnung zu sehen, das ist ja. Okay, und die Murmel jetzt auf die Hand, oder was? Sehr schön. Geht noch nichts mit. Nur noch was anderes mit. Können wir das Messer nehmen? Aha, okay. Gesundheit. Aha, okay, was können wir jetzt tun? Lasst mir was geschenkt, Mordi. Okay, die Hand haben wir durch hingelegt. Können wir die Hand... Na, was ist hier unsere Aufgabe im Spiel? Ja. Mordi übt sich an schwarzer Magie. Wenn du meinst. Ich glaub nicht dran. Ich glaub nicht daran. Wenn du dran glaubst und dran glauben willst und das und da denkst, du würdest irgendwas beschwören und meinst da irgendwie was machen zu wollen und da irgendwie schwarze Magie zu machen, das ist whatever floats your boat, wie man so schön sagt. Das ist, habe ich nichts dagegen. Mach deinen Krams und lass mich meinen Krams machen. Und hier haben wir ein paar Kronaverbreiter, auch Fledermäuse genannt.
Können wir die irgendwie mitnehmen? Das Messer können wir nicht greifen. Den Stuhl mitnehmen. Den Hocker hier. Damit könnten wir hier hochklettern und das Messer holen. Ja, whatever floats the boat. Macht was er will. Ich glaube, solange ihr damit anderen nicht wehtut, solange ihr anderen nichts antut, könnte sonst was irgendwas. Und wenn du den Dämon dann anschließend wieder in den Griff bekommst, das ist dann von mir aus, Ah, okay, hier haben wir eine Leiter. Kannst ihn gerne beschwören. Und wenn dann die Menschheit vernichtet, dann trag auch die Konsequenzen dafür. So, was können wir jetzt mit dem Messer machen? Und die Flügel von der Fledermaus abschneiden. Dachte ich mir. Und die Fledermausflügel einfach mal hier in den Fleischwolf drehen. Aha. Keine schwarze Magie. Slambo sieht mir aber sowieso eher nach Alchemist oder Voodoo-Priester aus. Wer auch immer für das Design verantwortlich ist, hat ziemlich geschlampt. Okay, jetzt haben wir Pulver. Vielleicht wollte er auch nicht unbedingt ein satanistisches Ritual darstellen. Es muss ja nicht das oder ein schwarzes Hexenritual. Das muss ja nicht gesagt sein. Das ist ja hier. Das kennen ja auch freie. Freie Interpretation kann sehr einfach, so einfach mystisch wirken. Nur weil da ein Pentagramm auf dem Boden ist, muss das ja nicht heißen, dass das zwingend zwangsläufig damit was zu tun hat. Okay, die Kerzen leuchten, das Ding ist. Und nu? Jetzt kommt irgendwo ein Dämon her oder was? Ich kenne mich da jetzt wirklich gar nicht mit aus, was wir hier machen wollen. Okay, die Hand in der Mitte. Ja. Hier oben noch den, vielleicht das Gebiss abnehmen, den Unterkiefer wegzerren. Dann haben wir noch irgendwas, was wir brauchen, was wir mitnehmen können. Die Falltür können wir nicht aufmachen. Okay, die Leiter vielleicht wieder mitnehmen. Ne, da können wir nur hoch. Tja, also. In den Kreis treten. Vielleicht bringt es was, wenn wir uns reinstellen. Oder. Irgendwie miteinander damit interagieren oder so. Hier ist ein Loch in der Wand, wo wir das können wir. Sieht so aus, als könnten wir da durch. Okay. Jetzt haben wir Fledermaus Flügelpulver hier drauf gestreut. Was hat uns das gebracht? Ah, wir können die Tür öffnen, da haben wir noch
ein Buch drin. Ah, okay, die Zauberformel brauchen wir natürlich erstmal dafür. Okay, was können wir damit, was, ja, aufs Pult legen. Aha, okay. Aktiviert. Und was haben wir da passiert? Was haben wir da gemacht? Was geschieht nun? Und wen haben wir jetzt aufbeschworen? Wen oder was? Errungenschaft freigeschaltet. Magic. It's kind of magic. Okay, wir gehen hier hindurch. Ins Reich der Toten. Und irgend sowas. Wir haben das Portal zum Reich der Toten aufgestoßen. Oder ja, wie auch immer. Whenever Harry closed his eyes, those memories were already there. That evening, Harry and Zula were resting at the top of the hill. All of a sudden, a star with a long, bright tail fell from the sky. Zula, hypnotized by what she saw, decided to follow it. Harry wanted to go with her, but Zula stopped him, explaining that according to an old legend, it's a girl who finds a fallen star that will be given the gift of eternal love. Okay. Da wurde jemand an einen Ast gefesselt und mit Pfeilen durchschossen. Ich habe eine Grube. Okay, wir haben eine Leiter. Können wir da vielleicht hinunter? Mit der Leiter. Aha. In die Höhle rein. Ein Rätsel. Hurra. Okay. Wir haben hier noch Zahnräder. Können wir vielleicht hier irgendwo anbringen? Also wir haben Holzbrett und zwei Zahnräder. Hier kommt offensichtlich eins ran. Und da kommt offensichtlich eins ran. Wir sind hier wohl ein schwarzer Zauberlehrling. Wenn ich das hier richtig interpretiere, was ich bisher gesehen habe. Aha. Ach so, da muss irgendeine Verbindung entstehen. Okay. Verstehe, eins von den Rätseln. So, jetzt haben wir jetzt hier die Verbindung geschlossen. Ich war. So sieht das, so macht das, ja. So macht das einen Sinn. Stock können wir jetzt womit benutzen? Einen Stock. Können wir den unter einen Stein klemmen? Jetzt haben wir was abgelassen. Jetzt können wir da vielleicht draußen lang. Mit Hilfe des Stocks. Ah, Wasserrätsel, ein Klassiker. Ja, ein Wasserrätsel. Jetzt können wir hier durchs Wasser. Müssen wir die Brücke wieder nehmen. Die Leiter.
Jetzt können wir die Leiter übers das Ding spannen und dann können wir hier sehr schön Brücke gebaut hinüber. Na komm, rüber mit dir in die Burg rein. Achso, die Leiter musst du wieder mitnehmen oder was, damit du noch hochkommst. Aha. Ja, die Rätsel sind jetzt nicht allzu schwer hier. Lässt sich alles lösen. Leiter. Sehr schön. Und dann hoch hier. In die Burg. Hinein. Okay. Hundi. Ich glaube, den sollte man nicht unbedingt streicheln. Okay, Haken.